Klartext aus dem Landtag, die blaue Runde, der Politik-Podcast aus Potsdam. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg. Am Mikrofon ist Detlef Frier und unser Gast heute ist Dr. Daniela Önhausen, Ärztin und Mitglied des Brandenburger Landtages und gesundheitspolitische Sprecherin der AfD-Fraktion. Daniela, schönen guten Tag. Guten Tag, Detlef. Hallo zusammen. Wir reden heute über dein Spezialgebiet. Wir reden heute über deinen Berufsstand. Wir reden über die Ärzte. Und ganz besonders reden wir über Landärzte in den, ja, sagen wir mal nicht ganz so strukturstarken Regionen. Bei uns im Land Brandenburg ist das schon immer ein Problem. Kannst du das eventuell gleich zu Anfang so ein bisschen mit Zahlen unterfüttern? Wie viele Landärzte fehlen? Wo müsste man da tatsächlich noch nachbessern, damit die ärztliche Versorgung auf dem Land auch, sagen wir mal, über die nächsten Jahrzehnte gesichert ist? Oh ja, Detlef, das ist ein Riesenproblem, denn tatsächlich ist die medizinische Versorgungssicherheit bei uns in Brandenburg in der Fläche schon in Gefahr. Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg sprach kürzlich davon, dass 620 Hausärzte in den nächsten Jahren einen Nachfolger suchen. Und ein Großteil dieser Hausärzte wird keinen finden. Und deswegen rechnet man in den nächsten Jahren mit einem Mangel an Hausärzten von 500. Und man muss auch wissen, dass das Durchschnittsalter der Hausärzte in Brandenburg 55 Jahre ist. Also das erstmal zu den Zahlen, zu den katastrophalen Zahlen in Brandenburg. Und ich glaube, wie viele Zuhörer auch schon aus der Presse wissen, Brandenburg ist das Land mit der geringsten Arztdichte in ganz Deutschland. Nirgendwo gibt es so wenig Ärzte auf die Einwohnerzahl. Und das ist natürlich ein Missstand, der muss behoben werden. Und dafür kämpft die AfD. Und das habe ich auch im Gesundheitsausschuss angesprochen. Jetzt noch mal ganz kurz nachgefragt. Berlin ist nicht so weit. Viele von uns, die wir in Brandenburg leben, machen gelegentlich mal einen kurzen Ausflug nach Berlin, haben da Verwandtschaft. Und wenn ich in Charlottenburg, da wo ich tatsächlich auch groß geworden bin, mal spazieren gehe, dann sehe ich, an jedem zweiten Haus ist ein Arztschild. Da ist ein Augenarzt, da ist ein Orthopäde, da ist ein Hausarzt, noch ein Hausarzt, noch ein Hausarzt. Warum gibt's in Berlin so viele Ärzte und so ein paar Kilometerchen nur auswärts von Berlin bei uns in Brandenburg? Warum gibt's da so wenige, wie du ja eben gesagt hast, so wenige wie nirgendwo sonst in ganz Deutschland? Warum ist das so? Hat natürlich den Grund, dass viele eben in der Stadt leben wollen und nicht so sehr im ländlichen Bereich. Und gerade die Menschen, die in Brandenburg im Speckgürtel leben, nehmen ja auch häufig den Weg auf sich und weichen nach Berlin aus, wenn sie einen Arzt suchen. Aber das kann ja nicht die Lösung für alle Brandenburger sein. Was machen die Menschen in der Prignitz, in der Ostprignitz oder in Elbe-Elster? Oder Spree-Neiße? Spree-Neiße hat ja ein riesiges Problem. Ja, da einen Kinderarzt zu finden, da einen Hausarzt zu finden, ist ein Riesenproblem. Ich war noch letztens zum Bürgerdialog in Spree-Neiße und da sagte mir ein Herr, ja, sein Hausarzt sei 82 Jahre und deswegen sei die Versorgung da unten noch gesichert. Also da frage ich mich doch, wie lange sollen denn die Hausärzte arbeiten, bis sie 90 oder 100 sind? Das kann ja nicht die Lösung sein. Da muss man eben nachbessern und deswegen hat die AfD auch schon immer ein Landärzteförderprogramm gefordert. Wie genau soll dieses Programm aussehen? Es gibt ja, wenn ich recht informiert bin, es gibt bestehende Fördermaßnahmen. Wie unterscheidet sich die Forderung der AfD von dem, was es im Land Brandenburg schon gibt? Und was ja offensichtlich, wenn du sagst, in den nächsten Jahren werden um die 500 Ärzte auf dem Land fehlen, was ja offensichtlich nicht so besonders gut funktioniert. Es ist so, dass dieses Landärzteförderprogramm, was wir auch immer gefordert haben, seit 2014 schon, tatsächlich von der Landesregierung aufgegriffen wurde, und zwar im Jahr 2019. Da hat endlich die Landesregierung begriffen, die AfD hat recht, ja, wir machen was. Sie hatte dann ambitioniert dieses Landärzteförderprogramm finanziert und es lief auch bis vor kurzem ganz erfolgreich. Also für die Zuhörer, da tatsächlich wurden 185 Vollzeitstipendien bis heute vergeben. Mhm. Vollzeitstipendien heißt, Medizinstudenten werden mit 1.000 Euro im Monat gefördert. Dafür verpflichten sich die Studenten, nach dem Abschluss ihres Studiums für mindestens 5 Jahre in Brandenburg tätig zu sein. Und das hat bisher ganz gut funktioniert. Aber was macht unsere grüne Gesundheitsministerin? Die macht dieses Programm zum Abwrack-Titel.
Sie hätte jetzt verkündet, auf eine Anfrage unserer Fraktion, ja, das Programm sei ja recht teuer und sie wolle in diesem und nächsten Jahr nur noch 18 Vollzeitstipendien vergeben und alle anderen Fördermaßnahmen wolle sie einstampfen. Mhm. Und ich war völlig fassungslos. Wir hatten das dann im Gesundheitsausschuss nochmal angesprochen, das Thema. Ich war fassungslos, denn wir haben ein riesiges Problem mit dem Ärztemangel. Und sie will ein paar Euro in so einem wichtigen Bereich sparen. Die grüne Gesundheitsministerin gibt jetzt für die Kliniken eine knapp 200 Millionen Euro aus. Und jetzt will sie an so einem wichtigen Programm, das gute 2 Millionen im Jahr kostet, will sie sparen. Das verstehe ich nicht. Und da macht sie ein Sparprogramm auf Zulasten der Alten und Kranken, auf dem Rücken der Brandenburger Bürger. Und das geht nicht. Auf gar keinen Fall. Und deswegen fordere ich, dieses Programm muss genauso fortgeführt werden. Und im Gegenteil, es muss sogar verbessert werden. Ja, wenn man sich nämlich anschaut, die Bewerbungsfristen sind etwas kurz gehalten. Die müssten großzügiger gestaltet werden. Die Homepage dieses Landesärzteförderprogramm ist eine Homepage zum Wegklicken. Dies ist wirklich, also das kann ich jedem Zuhörer nur empfehlen. Bitte googeln Sie mal. Es heißt nämlich ichfeieredichvoll.de. Also Sie hören richtig. Ich war auch fassungslos. Also das ist wirklich etwas eher zum Abschrecken und das verstehe ich nicht. Denn wir haben hier ein Problem. Wir brauchen junge und gut ausgebildete Mediziner. Ich frage doch, was sollen wir mit schicken, modernen Kliniken, wenn wir gar nicht die jungen Mediziner haben, die darin arbeiten sollen? Dann macht die ganze Förderung keinen Sinn. Und das hängt natürlich Regionen Brandenburgs komplett ab. Denn wenn Menschen darüber nachdenken, nach Brandenburg zuzuziehen, wenn junge Familien nach Brandenburg kommen wollen, dann gucken die sich natürlich die gesamte Infrastruktur an. Gibt es was zum Einkaufen? Kann ich die Kinder in die Krippe schicken? Gibt es eine Schule? Und ganz oben auf dieser Liste steht natürlich auch immer, gibt es überhaupt einen Arzt? Und wenn es keinen Arzt in der Region gibt, dann wird diese Region abgehängt und hat auch keine Chance, einen Zuzug zu generieren. Und natürlich, ältere Menschen haben keine Chance, da zu bleiben. Denn ein Hausarzt in der Gemeinde, ein Hausarzt, den man nicht erst mit Bus und Bahn und Taxi erreichen muss, sondern eventuell fußläufig, der führt dazu, dass auch ältere Menschen in der Region bleiben können und nicht ins Altenpflegeheim müssen, richtig? Ja, ich bin ein ganz großer Verfechter des Hausarztsystems. Kein anderer Arzt kennt einen Patienten so lange und so gut wie der Hausarzt. Häufig kennen Hausärzte ihre Patienten von Kindesbeinen an. Und er kann ganz genau abschätzen, wo muss ich jetzt aktiv werden, wo nicht, wohin überweise ich den Patienten. Das ist auch kostensparend. Und wenn man dieses Hausarztsystem angreift, dann wird das irgendwann dazu führen, dass die Versorgung schlechter wird. Hm. Völlig korrekt. Und damit wird auch der ländliche Bereich unattraktiver. Absolut. Und das ist eine Gefahr und das wollen wir nicht. Wir wollen unser schönes Brandenburg erhalten. Wir wollen es attraktiv machen. Und dazu gehört eine gute hausärztliche Versorgung. Sie hören die Blaue Runde. Hier ist der Podcast der AfD-Fraktion. Wir haben uns heute das sehr, sehr schwierige Thema des Ärztemangels vorgenommen und reden drüber mit der Ärztin und gesundheitspolitischen Sprecherin der AfD-Fraktion, mit Dr. Daniela Önhaus. Daniela, du hast es eben gerade angesprochen, du hast es skizziert, das Programm, das es bisher gab im Land Brandenburg, dass angehende Ärzte mit einem Stipendium gefördert wurden, 1000 Euro, wenn sie sich dann für 5 Jahre verpflichtet haben, in Brandenburg auch nach dem Studium zu praktizieren. Jetzt wird das Programm eingedampft. Was ist eure politische Forderung? Zurück zu dem alten Programm, dass mehr Stipendien vergeben werden können? Oder wünscht ihr euch eine eventuell völlig andere Förderung, um Ärzte aufs Land zu locken? Und wenn ja, wie könnte die aussehen? Erstmal halten wir das Landärzteförderprogramm für eine ganz sinnvolle Sache. Und das Landärzteförderprogramm ist ja mit guten 2 Millionen finanziert pro Jahr. Und jetzt frage ich mich, was mit dem Geld passiert, wenn es nur 18 Vollzeitstipendien gibt. Und wenn man sich die letzten Jahre anschaut, ein Drittel dieser eingestellten Gelder wurden gar nicht für dieses Landärzteförderprogramm verwendet, sondern für den Krankenhausinvestitionsfonds. Das heißt, das Geld wurde auch noch zweckentfremdet. Und das befürchten wir natürlich jetzt auch. Und deswegen ist unsere Forderung, wir möchten, dass das eingestellte Geld und lieber noch mehr, genau für die Ausbildung von jungen Medizinern
und auch Medizinern in Weiterbildung verwendet wird. Wir wollen hier keine Zweckentfremdung. Und das befürchten wir geradezu. Ganz kurz, Daniela Oehnhausen, noch mal auf die Summe geguckt, wenn ich kurz dazwischen gehen darf. 2 Millionen Euro ist ja bei dem, was der, sage ich mal, engagierte Nachrichtenhörer so jeden Tag konsumiert, ist ja eigentlich Kleingeld. Weil die etablierte Politik ja dazu übergegangen ist, eigentlich ausschließlich in Milliarden zu denken. So 100 Milliarden für die Bundeswehr. Und dann wollen wir dieses winzige Häufchen an Geld, 2 Millionen Euro für Brandenburg aufrechterhalten. Im Gesundheitsausschuss wurde darüber diskutiert. Du hast die Ministerin im Ausschuss auch auf dieses Thema angesprochen, hast du selber gesagt. Wie wird denn gerechtfertigt, dass dieser winzige Betrag im Großen und Ganzen gedacht, da überhaupt gestrichen werden soll im Brandenburger Landeshaushalt? Gibt es eine Position im Haushalt, wo man sagt, da brauchen wir diese 2 Millionen unbedingt? Oder ist das einfach nur so ein Kürzen um des Kürzens willen? Ja, das musste man der grünen Gesundheitsministerin ganz schön aus der Nase ziehen, bis sie dann zugab, dass sie auf die Klebeeffekte der Medizinerausbildung an der Medizinischen Hochschule Brandenburg setzt, sowie an die Klebeeffekte der neu zu schaffenden Universitätsmedizin Cottbus. Daniela Oehnhausen, darf ich ganz kurz nachfragen, damit es keine Missverständnisse gibt? Kleben ist ja in letzter Zeit umweltpolitisch ein bisschen belegt. Klebeeffekte heißt aber nicht, jemand klebt sich wo fest, sondern jemand bleibt kleben. Also macht in Cottbus seine Ausbildung und bleibt dann da. Ist das so gemeint? Ja, klar. Gut. Klar. Genauso ist das gemeint. Da hatte nämlich die Medizinische Hochschule Brandenburg jetzt eine Erhebung gemacht und hatte gesehen, dass tatsächlich 2/3 der Studenten in Brandenburg bleiben. Ich finde diese Aussage der Ministerin sehr schwach. Denn diese Erhebung ist ja erst über wenige Jahre erhoben worden. Das heißt also, wir wissen noch nicht ganz genau, ob es so bleibt. Da müssen wir noch ein paar Jahre noch mal schauen, ob es tatsächlich zu diesen Klebeeffekten kommt. Denn sehen wir nach Mecklenburg-Vorpommern. Dort gibt es eine wunderbare und sehr gute Universitätsmedizin in Greifswald. Und Mecklenburg-Vorpommern hat ebenfalls die Probleme mit den Landärzten. Ja, im ähnlichen Ausmaß wie Brandenburg. Also deswegen zweifle ich an dieser Argumentation mit den Klebeeffekten. Und das Zweite ist, die Ministerin widerspricht sich selbst. Ich hatte sie damals darauf angesprochen, warum sie jetzt im Kosovo junge Menschen anwirbt, um hier in Brandenburg als Pflegekraft zu arbeiten. Und für die Zuhörer, es gibt so ein Kosovo-Anwerbeprogramm der Landesregierung und da sollen 50 bis 60 junge Menschen pro Jahr aus dem Kosovo für eine Pflegeausbildung in Brandenburg gewonnen werden. Nur 50 bis 60. Und ich fragte die grüne Gesundheitsministerin, wir hatten im letzten Jahr eine Rekordzuwanderung von 43.000 Menschen nach Brandenburg. Da werden sich doch wohl so 50 bis 60 Menschen finden lassen, die in Pflegeberufen tätig sein wollen. Mhm. Und daraufhin sagte sie zu mir, wir müssen alle Wege nutzen, um unser Problem in der Pflege zu lösen und um Pflegekräfte zu gewinnen. Ja, was für die Pflegekräfte gilt, das gilt doch wohl auch für Ärzte. Also das verstehe ich sie nicht. Wir müssen alle Wege nutzen, um unseren Mangel an Ärzten in der Fläche zu beheben. Und dazu gehört auch eine auskömmliche Finanzierung des Landärzteförderprogramms. Und dazu gehört auch, das Landärzteförderprogramm zu verbessern. Also nicht das eine oder das andere, nicht Fachärzteausbildung mit Hoffnung auf den Klebeeffekt und dann das Fachärzteprogramm einstellen, sondern beides parallel laufen lassen. Und das könnte zum einen dazu führen, dass Menschen zu uns ziehen und dass diejenigen, die schon im Land wohnen, auch hier wohnen bleiben, korrekt? Ja, Detlef, du hast recht. Es geht darum, die Brandenburg weiterhin lebenswert zu machen und jungen Medizinern zu zeigen, hier könnt ihr eine Familie gründen, hier könnt ihr eure Kinder sicher erziehen, in sicherer Umgebung erziehen, in schöner Umgebung. Und dafür ist doch auch so ein Programm eine gute Möglichkeit. Letzte Frage, Daniela Oehnhausen. Was sagen eigentlich die Ärzte? Du hast es vorhin ganz kurz so in einem Nebensatz angesprochen. Die Kassenärztliche Vereinigung war mehr oder weniger überrascht, weil die das so nebenbei erfahren haben, dass die Ministerin da den Rotstift ansetzt. Wie haben die sich denn jetzt ganz konkret geäußert? Stehen die eher dann bei der Gesundheitsministerin oder stehen die eher bei uns bei der AfD-Fraktion?
In der Sache steht die KV auf der Seite der AfD. Offensichtlich funktioniert die Kommunikation zwischen Ministerium und der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg nicht ganz so optimal. Denn am Freitag gab es in Potsdam eine Einweihung des Kompetenzzentrums Allgemeinmedizin. Und erst da hat sich die Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung darüber beschwert, dass dieses Landärzteförderprogramm in dem Maße eingedampft wird auf nur noch 18 Vollzeitstipendien. Hat sich bitterlich beschwert, weil sie eben die Probleme haben, die Praxen zu besetzen. Wir haben ja jetzt schon, ich glaube, 350 Praxen, die nicht besetzt sind. Und da frage ich mich auch, wie wird da kommuniziert? Aber ich freue mich auch, dass die AfD die Möglichkeit genutzt hat, die Chance gegeben hat, hier Transparenz in die Sache zu setzen, zu bringen und diesen Punkt im Gesundheitsausschuss anzusprechen. Offensichtlich haben wir da einen Stein ins Rollen gebracht und haben eine Diskussion angestoßen, die man auch in der Presse verfolgen konnte. Und das ist eben die Aufgabe der größten Oppositionsfraktion im Landtag Brandenburg. Das ist unsere Aufgabe, hier auf Missstände aufmerksam zu machen. Und diese Aufgabe haben wir wahrgenommen. Sagt Dr. Daniela Önhausen, gesundheitspolitische Sprecherin der AfD-Fraktion. Wir haben über das Thema Ärztemangel auf dem Land gesprochen und Sie haben es gehört. Wenn sich eine Fraktion im Brandenburger Landtag dafür einsetzt, dass Sie auch morgen noch bei sich in der kleinen Stadt, im Dorf, in der Gemeinde einen Arzt haben, den Sie vielleicht sogar zu Fuß erreichen können, dass Sie einen Hausarzt sozusagen direkt vor der Haustür haben, dann ist das die AfD-Fraktion. Dankeschön für die Einblicke. Danke, Daniela Önhausen, für deine Zeit heute. Sehr gerne und schönen Tag noch. Und wenn Sie Daniela Önhausen persönlich erleben wollen, wenn Sie die gesundheitspolitische Sprecherin der AfD-Fraktion persönlich kennenlernen wollen, dann haben Sie am morgigen Mittwoch, 15. Februar 2023, in Pritzwalk dazu Gelegenheit. Da hat Daniela Önhausen nämlich eines ihrer Bürgerbüros und erwartet Sie um 18.30 Uhr am Magazinplatz 11 bis 15 zu einem politischen Bürgerabend. Und wir von der Blauen Runde, dem Podcast der AfD-Fraktion, erwarten Sie schon am Donnerstag zur nächsten Ausgabe. Wieder mit mir, Detlef Frier, am Mikrofon. Bis dahin eine gute Zeit und tschüss. Die Blaue Runde. Wir informieren Brandenburg bei Apple, Google, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.